Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hassmaske Box von Raw Fiction. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hassmaske von Raw Fiction, das Ganze am 24. Juli erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es gibt zu dieser Box drei verschiedene Varianten, zu diesem Album drei verschiedene Boxen. Ja, und zwei davon. Diese zwei habe ich euch ja schon vorgestellt und heute ist es an der Zeit für die Arbok Edition. Ja, bedeutet, die beiden packen wir dabei mal zur Seite und dann schauen wir uns das mal an. Also, als erstes werden wir wie immer mal die Folie entfernen. So, einmal hier aufschneiden und dann schauen wir mal. So, also das ist sie, die Box 3 von 3, in diesem Fall die Arbok Edition. Hoppala, ganz schön schwer. So, hier haben wir den Interpreten, den guten Arbok 48 abgebildet mit einer kleinen Puppe im Arm. Dann lesen wir hier noch Hassmaske Arbok Edition Raw Fiction Productions Musik von hasskranken Menschen für hasskranke Menschen. Ansonsten die Box hier in diesem Schwarzton gehalten. Und auf der Rückseite, also auf dieser, ja, auf der rechten, auf der linken Seite, in diesem, auf der linken Seite ist das, da haben wir wieder das Teil zu dem Gesamtkunstwerk. Also wenn man nochmal alle drei Boxen hier nebeneinander stellt, sieht das so aus, je nachdem, ob man jetzt sich eine oder alle drei Boxen dann gekauft hat, kann man das natürlich dann im Regal so anordnen. Und auf der Rückseite haben wir dann auch noch weiter beteiligte Barcode. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Es ist eine Klappbox, geht hier seitlich auf. Und als erster Boxinhalt kommt uns natürlich entgegen die Maske zum Albumtitel. Dann haben wir als Bonusinhalt die Panzerfreunde Volume 2. Das Album Hassmaske an sich. Einen Flachmann. Und zwar mit Panzerwasser, ein Poster und eine Autogrammkarte. Jawohl. So, von innen die Box in weiß. Klappen wir mal wieder zusammen. Und dann schauen wir mal. Denn ich glaube tatsächlich bis auf... Ja, oh ja, das sind die einzigen zwei Sachen wieder mal. Das Album, Bonus-EP und alles andere kommen ohne Folie. Und wirklich nur die Maske und der Flachmann sind hier noch eingeschweißt. Okay, also holen wir mal raus. So, nach einer pinken und einer knallorangen Maske haben wir jetzt hier mal eine schwarze, also eher klassisch vom Design. Und natürlich den Flachmann. So. Gut, dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Machen wir mal etwas Platz. So, das ist es, Hassmaske von Raw Fiction. Auch hier haben wir wieder die drei Herrschaften abgebildet. Links Arbok, in der Mitte Hauke und rechts dann Klaus. In diesem wunderbaren Wohnzimmer hier vereint am Kaffee oder Tee trinken. Reguläres Jewelcase, Raw Fiction, Hassmaske, Katalognummer und auf der Rückseite die Tracklist. So, 13 Tracks, die Features 00, Swiss, John, ODMG, DIA, Tamash und nochmals John. Beteiligte Barcode, Executive Producers und Verbraucherhinweis auf Englisch. So, von innen haben wir hier die CD und natürlich das Booklet. Wir starten wie immer mit dem Booklet. Und so sieht das aus. Auf der ersten Seite haben wir hier die Infos, die Beteiligten zum Album. Dann hier das Gruppenbild. Und dann geht es hier weiter. Eine Aufnahme. Wunderbar hier das Chemielabor. Und dann die einzelnen Lyrics zu den Tracks. Alle hier Wort für Wort erfasst. So gefällt mir das. So, Kunstgalerie. Wird betrachtet,
Hauke am Telefonieren. Sieht aus wie so ein verliebter Teenager. Ja, Arbok am Kuscheln. Weitere Lyrics und weitere Fotos. Also, soweit ich das beurteilen kann, wurden hier wirklich alle Fotos in diesem Booklet beim Videodreh zum Track Wer gemacht. Sieht auf jeden Fall so aus vom Setting. Letzten Lyrics und eine Danksagung. Wir danken allen, die uns bei diesem Album unterstützt haben. Ra Familia für immer. So, wunderbar. Dann haben wir die Album-CD. Die kommt hier in schwarz-rot im Pentagramm-Stil. Rückseite ebenso. Und als nächstes haben wir hier dann eine Fortsetzung. Und zwar die Panzerfreunde-EP Volume 2. Ja, wir erinnern uns, ich glaube, der erste Teil war damals im Jahr 2018 müsste das gewesen sein, beim Album Ausnahmezustand mit dabei in der Box. Also die Panzerfreunde-EP hat jetzt ihren Nachfolger mit Volume 2. Auch hier wieder ein reguläres Jewelcase. Und auf der Rückseite die Tracklist. 6 Tracks sind es geworden und wir haben hier, wie auch bei dem ersten Teil damals, ohne Ende Features. Also wir haben hier Features, nochmals natürlich von John, dann Chappie, Blockmonster, Schwarz, Niles Davis, nochmals John, Schoki, Zombies, ich dachte, man schreibt die Zombies mit Z, Zombies, okay, Tamash, Chico und Ephraim. So, Barcode gibt es hier keinen. Warum? Das Ganze ist natürlich wirklich nur exklusiv in dieser Box und nicht regulär zu kaufen. Dann schauen wir mal rein. Als erstes kommen wir zum Booklet. Das ist hier so ein Einleger. Nochmals die drei Jungs. Und dann haben wir hier die Infos zu den einzelnen Tracks. Wer hat hier mitgewirkt? Wer war hieran beteiligt? Wunderbar. Nochmal das Pentagramm. Und das ist dann die CD. Panzerfreunde Volume 2 in Schwarz und Weiß. Und hier nochmals das Pentagramm. In diesem Fall sogar mit dem Tierkopf darin. Ja, das war's soweit zu den beiden CDs. Wir kommen zur Autogrammkarte. Natürlich in jeder der drei Boxen eine individuelle Karte zu dem jeweiligen Künstler. Und in der ABOK-Box natürlich die ABOK-Autogrammkarte. Sieht so aus. Im Hochformat mit silbernem Stift hier unterschrieben. Als nächstes haben wir das Poster. Und bei diesem Poster auch hier wieder die Seite, die bei allen drei Boxen ident war. Also das Gruppenbild. Und auf der Rückseite das Einzelfoto. Also ABOK mit seinem kleinen Püppchen hier auf dem Schoß. Doppelseitig bedruckt, Größe A2, einmal Querformat, einmal Hochformat, also je nachdem, wie man es lieber hat, entweder das Gruppenbild oder das Einzelfoto von ABOK aufhängen. Dann haben wir als nächstes das Panzerwasser, also wir haben hier einen Flachmann, gab es ja auch schon diverse Male in Boxen. Ra Fiction Panzerwasser Established 2006, auf der Rückseite hier sonst nichts weiter zu sehen. So, was lesen wir hier noch? Stainless Steel, okay, also Edelstahl. Und das Ganze ist hier wie immer mit einem Schraubverschluss. Kann man hier dann aufmachen. So sieht das aus, also alles in dieser Hochglanzoptik. Und dann kann man hier das Getränk seiner Wahl natürlich reinmachen. Und dann entsprechend hier Panzerwasser zu sich nehmen. So, und als letzten Boxinhalt haben wir hier natürlich wieder eine Hassmaske, eine Skimaske, eine Sturmhaube. Die kommt hier in schwarz. Auf der Stirn haben wir hier so ein trauriges Gesicht. Und dann hier noch ein Logo. Hier sind die Öffnungen für die Augen und hier unten für den Mund. Rückseite komplett in schwarz. Die zwei Elemente hier sind übrigens aufgestickt, also nicht irgendwie aufgedruckt oder so. Das ist hier wirklich vernäht. Und ebenfalls vernäht ist dann noch hier dieses Element hier, originale Hassmaske, Ra Fiction, Established 2020. So, dann schauen wir mal. Auch hier lesen wir wieder Ra Fiction und auf der Rückseite Distri GmbH, die auch die Boxen vertrieben hat, hergestellt, also made in China. Grüße gehen raus und das Ganze ist 100% Polyacryl. Jawohl, so. Dann drehen wir die wieder auf
die andere Seite. Und das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Skimaske hier, diese Hassmaske. Dann das Panzerwasser, also der Edelstahlflachmann. Das Poster beidseitig bedruckt, einmal Querformat, einmal Hochformat. Die unterschriebene Autogrammkarte im Hochformat. Die Bonus-EP, die Panzerfreunde Volume 2 EP mit insgesamt, ich glaube, 6 waren es, genau, mit 6 Tracks. Jede Menge Features. Und natürlich das Album an sich, Hassmaske mit 13 Tracks im Jewelcase. Also kommen wir dann mit der EP gemeinsam auf insgesamt 19 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Hassmaske von Rough Fiction, in diesem Fall die Arbok-Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rough Fiction unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.